So Leute, ich bin heute unterwegs in einer Touristenvilla. Leider bin ich heute alleine, was mich sehr ärgert, weil Christian keine Zeit hatte. Und wir hätten ja auch den André fragen können, aber der hat auch keine Zeit gehabt. Aber wie ihr mich kennt, ich kann zaubern. Also, ich zauber jetzt, ich schnipse jetzt dreimal und ich hoffe, beim dritten Mal sind sie da. Und? Na, Morsche! Geht doch, da sind sie. Leute, habt ihr Bock mit uns gesagt? Habt ihr Bock mit uns zu blazen? Also habt ihr Bock mit mir zu blazen? Das ist Feuer frei, los! Geil, in der nächsten Villa, los, Feuer frei, es geht. Das ist eine schöne Villa, oder? Ohne Witz, Leute. Oh, das ist aber der Fernsehraum, der Raum ist aber auch, oder? Hier ist die Anmeldung. Quasi, das ist ja auch die Praxis, gell? Alter Arztkoffer. Also die Anmeldung und dann da drüben oder hier irgendwo der Wartebereich. Was ist das? Hier sind kleine Fläschchen drin. Hier liegt noch ein Handy rum. Alles klar, Jim. Nee, das ist ein Diktiergerät mit Kassette. Ohne Kassette. 91. Ja, so was 91. Ist der Knopfstein. Wow. Ja. So, Christians Körper. So, hier da. Ist nicht so schön. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Oberkram. Ich setze mich jetzt mal ein bisschen ab von den Jungs. Wir haben hier eine Tour. Das ist eine Kupfertür, Leute. Das gibt's doch gar nicht. Dieser schöne Schallplattenspieler. Grundig. Oh, der Schrank. Oh, so viel Zwischen. Zieht euch diese Verzierung rein. Wunderschön. Lautsprecher gewesen. Das ist ja mal stylisch. Das ist ein Lautsprecher. Das läuft sich schon schön heiß auf den Teppich, gell? Das ist eine geile Flasche. Cool, auf jeden Fall cool. Hier sind richtige Bücher von der Weltgeschichte, guck mal. Hier eingepackte Bücher. Baujahr, der Essen-Fahrstuhl hat einen Baujahr von 1964. Leute, schaut euch das an. Bezeichnung, von welchem Jahrgang der Wein ist. Also 62, 60, jetzt geht es immer weiter, 160, 63. Hier geht's weiter. Zapfanlage, eine alte Zapfanlage hier, die ist auch richtig noch aus Kupfer. Richtig geil gemacht. Hier ist ein riesengroßer Pool, Leute. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mega klasse. Jetzt bin ich schon ein bisschen beeindruckt. Poolecke. Hier hinten haben sich die Leute hinsetzen können. Das ist der absolute Hammer, gell? Die haben sich hier hinten wie in einem kleinen Schwimmbad, ne? Mit so schönen Ecken da hier. Und das ist auch relativ tief, ne? Das ist wirklich ordentlich tief. Was ein absoluter Hammer ist, diese Holzvertäfelung hier auf der Seite. Die ganze Wand ist mit den Bildern und dem Holz hier voll. Das sieht richtig geil aus. Wir müssen wieder aufpassen, wenn wir umtreten. Es ist sehr viel verwüstet hier schon. Dieses Gebäude soll auch bald abgerissen werden. Wow, mega geil. So was würde ich mir daheim wünschen. Also ich meine, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie groß das ist. Also ich lege jetzt mal meinen Arm hier hin. Den lege ich mal hier drauf. Und
es geht trotzdem da noch ein Stück weiter. Also das Doppelte von meinen Armen länger. Überraschenderweise, also eigentlich nicht überraschenderweise, gibt es ja eine Menge Schlafzimmer. Wir sind jetzt schon wieder im nächsten Schlafzimmer. Für uns jetzt das zweite, dritte schon. Und dieser Tisch. Mega schön. Hier hängen noch die Klamotten rum. Wenn ich jetzt aber hier nach vorne gucke, sehe ich wieder Schlafzimmer Nummer 4. Und da gehen wir natürlich mal rein. Ja. Wobei man auch hier sieht, dass der Vandalismus einfach nicht wegbleibt. Ne? Also selbst hier. Macht vor nichts halt, das ist das Problem. Schade so. Unser Freund André ist dabei, der überlegt, ob er eine Instagram-Seite aufmacht. Wenn das ja so sein sollte, werde ich euch das natürlich sagen. Und dann könnt ihr euch das natürlich angucken, weil er macht wirklich schöne Bilder. Mein Freund Christian ist sowieso immer dabei, das ist auch gut so. Und wir bedanken uns. Lasst kostenlos ein Abo da, aktiviert kostenlos die Glocke. Da verpasst ihr nichts mehr. Wir sind noch lange unterwegs, wir haben noch viel vor und wir bedanken uns. Also bis dahin. Ciao. Viel Spaß. Ahoi.